Moin moin zusammen und willkommen zu unserem zweiten Tutorial auf diesem Kanal. Ich habe das letzte Mal so ein bisschen mittendrin mit dem Erklären angefangen und einfach mal für die Artillerie eine Artillerie für Dummies geschaffen. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, schaut es euch gerne an. Das Video gibt hilfreiche und nützliche Informationen rund um die Arti und natürlich auch, wie man diese bedient. In diesem Video möchte ich aber einen großen Schritt zurück machen und mit den Grundlagen anfangen, was es über Hell Let Loose zu wissen gibt und auch was für den Anfang relevant ist. Ich möchte dabei mit etwas ganz Banalem anfangen, und zwar, was ist Hell Let Loose überhaupt? Denn ich vermute, noch nicht jeder kennt das Spiel oder hat überhaupt schon einmal davon gehört. Aus diesem Grund, was müsst ihr über Hell Let Loose wissen? Hell Let Loose ist ein Zweiter Weltkriegs-Shooter, der sich aktuell bei Steam im Early Access befindet. Das Spielprinzip würde ich als eine Art Mischung aus Arma und Battlefield beschreiben. Gespielt wird dabei auf echten Schlachtfeldern, wie es sie historisch auch gab. Das heißt, es wurde versucht, diese aus alten Daten zu rekonstruieren. Dabei kämpfen zwei Teams mit jeweils maximal 50 Personen. Hierfür kann auf 14 verschiedene Rollen mit eigenen Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen zurückgegriffen werden. Ja, richtig gehört, 14 verschiedene Rollen. Das mag sich vielleicht viel anhören, aber ich möchte in diesem Video kurz erklären, was ihr wissen müsst, um die richtigen Klassen für die jeweiligen Situationen auswählen zu können. Gleich zu Beginn möchte ich auf einen kleinen Trick hinweisen, um den Teambeschuss und möglicher Verwirrung ob Freund oder Feind zu minimieren. Unter Optionen Spielverlauf kann die Namensschildsichtweite angepasst werden. Das ist der Wert, bis zu wie viel Meter entfernt ihr die Namentext sehen könnt. Empfiehlt sich mindestens 250 Meter einzustellen, mehr ist auch nicht schlecht, allerdings können die vielen Tags auch zu Sichtbeeinträchtigungen führen. Wenn ihr einem neuen Server beigetreten seid, müsst ihr euch erstmal für eine Seite entscheiden. Deutschland oder Amerika. Vom Prinzip her macht es keinen Unterschied, für welche Seite ihr euch entscheidet. Anschließend könnt ihr euch entscheiden, tretet ihr einem bestehenden Squad bei oder erstellt ihr euer eigenes. Auswählen könnt ihr zwischen drei verschiedenen Squad-Klassen. Infanterie, Panzerung und Aufklärung. Dabei beinhaltet jeder dieser Squad-Klassen eigene Klassen mit unterschiedlichen Waffen. Nach dem Erstellen seid ihr automatisch der Squad-Leader mit der jeweiligen Klasse der Squad-Klasse. Damit habt ihr erstmal keine Möglichkeit, eine der anderen Klassen auszuwählen. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr einfach einem bestehenden Squad beitreten. Beachtet auch, dass es eine Limitierung gibt. Es gibt immer nur einen Offizier pro Squad, einen Assault pro Squad und eine Automatic Rifle und so weiter. Allerdings können bis zu 6 Riflemen in einem Squad sein. Es ist möglich, eine Klasse aufzuleveln, um an zusätzliche Waffen zu kommen. Der Offizier kann dadurch 2 weitere Waffen freischalten, die er dann zur Auswahl hat. Neben dem Offizier kann auch der Rifleman neue Waffen durch ein neues Level freischalten, der Assault, der Automatic Rifleman, der Anti-Tank und der Spotter. Durch den allgemeinen Rang oder den Klassenrang können zusätzliche kosmetische Items freigeschaltet werden. Zum Beispiel ein neuer Helm, unterschiedliche Gesichter oder auch eine neue Uniform. Kommen wir zu den vorher schon erwähnten 14 Klassen. Ich werde aber nicht ausführlich auf die unterschiedlichen Primärwaffen zwischen den Deutschen und Amerikanern eingehen, die es pro Klasse geben kann. Denn im Groben und Ganzen sind die Klassen recht ähnlich, können sich aber auch unterscheiden. Offensichtlich ist das bei den Riflemen. Als Amerikaner bekommt man eine M1 Grand, eine Semi-Automatic Rifle. Als Deutscher bekommt man die Karabiner 98K, ein Repetiergewehr. Auch wenn die deutsche Waffe gleich viel Schaden macht, muss nach jedem Schuss repetiert werden. Dadurch ist kein Schnellfeuer möglich. Bei der amerikanischen M1 hingegen können alle 8 Schüsse schnell hintereinander abgegeben werden. Zu diesem Thema plane ich aber noch ein Video. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Die wichtigste Rolle eines Offiziers bzw. Squadleaders ist es, neben der Kommunikation und der Führung des eigenen Squads dafür zu sorgen, Außenposten und Garnisonen zu stellen, damit das ganze Team vorankommt. Für das Stellen wird immer die Uhr verwendet. Dabei kann nach dem Auswählen der Uhr mit dem Mausrad das zu bauende Objekt ausgewählt werden. Bei Garnisonen kann dabei das ganze Team spawnen, dafür muss die Garni aber im eigenen Territorium platziert werden. Der Außenposten hingegen kann auch in feindlichen Gebieten gestellt werden, aber dort kann hingegen nur das eigene Squad spawnen.
Der Offizier ist auf dem Schlachtfeld sehr weit einsetzbar. Ab Stufe 6 verfügt er von einer SMG bis zu einer Rifle und kann damit im Nah- wie im Fernkampf punkten. Darüber hinaus verfügt er über zwei normale und zwei Rauchgranaten. Als ob das noch nicht genug wäre, hat er auch noch ein Fernglas. Wie bei jeder Klasse hat der Offizier zwei Bandagen und kann sich oder andere, wenn sie leicht verletzt sind, verbinden. Der Rifleman ist leider nicht so gut ausgestattet wie der Offizier und mit seinem Rifle eher auf den Fernkampf ausgelegt. Neben seinen Granaten ist seine wichtigste Funktion, das Team mit Munition zu versorgen. Dafür kann er eine kleine Munitionskiste platzieren, bei der sich Teamkameraden wieder auffüllen können. Der Assault ist eine einfache Klasse mit keiner speziellen Funktion, wie zum Beispiel ein Rifleman. Ausgelegt ist er nur mit einer Primärwaffe und seinen Granaten eher für den Angriff. Hierfür verfügt er über zwei normale und zwei Rauchgranaten. Der Automatik-Rifleman ist ähnlich ausgestattet mit seinen Granaten wie der Assault. Allerdings sind hier andere Primärwaffen vorhanden, falls einem der Assault nicht zusagen sollte. Der Medic ist eine sehr wichtige und meiner Meinung nach viel zu wenig beachtete Klasse. Auch wenn auf beiden Seiten die Leben nicht so wichtig sind und man durch viele Spawn das Spiel nicht verliert, kann es doch bei Gefechten wichtig sein, die vorhandenen Spieler wieder auf die Beine zu stellen, damit sie sofort wieder aktiv im Kampf sind und nicht erst spawnen und dann dorthin laufen müssen. Und das ist auch schon die Hauptaufgabe eines Medics. Denn der Medic ist die einzige Person, die anderer Person wieder aufhelfen kann, wenn sie schwer verletzt sind. Dafür hat er 20 Morphiumspritzen. Auch kann er mit seinen 20 Verbänden auch andere Kameraden unterstützen. Durch seine Primärwaffe und seine Nebelgranaten ist er ideal, um in den eigenen Reihen die Leute zu heilen und gegebenenfalls einzusmoken, um an Verletzte ranzukommen. Der Support ist essentiell für das Aufrechterhalten der Versorgung. Denn die Supplies, die er bauen kann, werden sowohl für Garnisonen als auch für Vorratsknotenpunkte, auch bekannt als Nodes, benötigt. Für das Bauen wird diesmal keine Uhr, sondern ein Schraubenschlüssel verwendet. Ansonsten ist die Bedienung die gleiche. Schraubenschlüssel auswählen und mit dem Mausrad das gewünschte Objekt auswählen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass genug Truppen nachrücken können und auch die Artillerie ihr Feuer auf feindliche Positionen nicht einstellen muss. Was würde man von einem Maschinengewehr als primäre Waffe auch anders erwarten als einem MG? Durch das Hinlegen und Aufstellen des Zweibeins kann der Maschinengewehr starkes Unterstützungsfeuer geben oder einfach selber die Gegner umhauen. Denn mit dem Zweibein sind seine Schüsse sehr präzise. Der Nachteil ist aber, dass er ohne das Zweibein abzubauen sich nicht bewegen kann und auf der Stelle liegt. Von dem her ist eine gute Positionierung entscheidend. Auch wenn sein MG mit Zweibein präzise ist, ist es aus der Hüfte genau das Gegenteil. Daher empfiehlt es sich, zwischenzeitlich auf seine Pistole umzusteigen. Der Antitank ist mit seiner Primärwaffe eher auf Distanz ausgelegt. Zusätzlich ist er doppelt gut gegen Panzer. Neben seiner Panzerfaust, mit der er direkt auf Panzer schießen kann, kann er auch noch eine Pack-Panzerabwehrkanone aufbauen. Dies kann er mit dem Werkzeug tun. Diese kann anschließend von jedem bedient werden. Wichtig ist dabei eine gute Positionierung, um einen hohen Grad an Wirksamkeit zu erreichen. Der Engineer kann als einziger AT-Minen, also Anti-Tank-Minen, legen. Damit gehört er zu den wenigen Klassen, die auch wenn nur passiv Panzer bekämpfen können. Der Engineer sollte aktiv mit dem Supporter zusammenarbeiten, denn er kann die Vorräte vom Supporter in Versorgungsknoten, Nodes für Munition, Truppenstärke oder Kraftstoff umwandeln. Dabei zählt, je weiter an der Front, desto mehr Vorräte bekommt man. Für den Schutz seiner Nodes kann er auch noch auf zwei AP-Minen, also Antipersonenminen, zurückgreifen. Auch sonst ist der Engineer ein Schweizer Taschenmesser. Mit seinem Werkzeug kann er neben dem Bauen von Aufmunitionierungsstationen für Panzer, verbündete Panzer reparieren, Sandsäcke, Stacheldraht oder ein belgisches Tor bauen. Der Tank Commander ist der einzige Squad Leader, der keine Garnison oder Außenposten setzen kann. Neben seinem SMG führt er nur noch eine Pistole zum Kämpfen mit sich. Da er die meiste Zeit im Panzer oder neben dem Panzer ist, reicht das auch. Für einen besseren Überblick verfügt der Tank Commander zusätzlich noch über ein Fernglas. Der Crewman ist die wohl mit Abstand schlechteste ausgestattete Klasse von allen. Er verfügt nur über eine Pistole und seine Bandagen. Das heißt, wenn der eigene Panzer mal kaputt gehen sollte oder man an einem Gefecht sitzen sollte und aussteigen will, sieht es schlecht aus. Der Spotter ist der Squadleader der Aufklärungsklasse. Neben dem Stellen von Garnisonen oder Außenposten ist seine Hauptaufgabe, mit seinem Fernglas Feinde zu sichten und seinem Sniper Rückendeckung zu geben. Dafür hat er eine SMG, zwei Granaten und zwei AP-Minen. Die besondere Aufgabe des Snipers ist es, auf große Distanz die Gegner zu eliminieren. Neben seines Gewehrs hat er für den Nahkampf noch eine Pistole und zwei Granaten.
Der Commander ist die wahrscheinlich wichtigste Klasse in Hell Let Loose. Und das liegt nicht wirklich an seiner Ausrüstung mit seinem SMG, seiner Pistole, seinen zwei Nebelgranaten, seiner Uhr und seinem Fernglas, sondern eher das, was er darüber hinaus noch kann. Wenn der Commander seine Karte öffnet, kann er verschiedene Aktionen ausführen. Mit einer gewissen Menge von Mannstärke kann der Commander zum Beispiel wirken, dass das eigene Team für eine gewisse Zeit keine Ressourcen verliert. Mit Munition kann er Luftunterstützung in Form eines Vorratedrops oder eines Bombardements anfordern. Mit Kraftstoff kann er Fahrzeuge wie einen Panzer beordern. Wenn ihr in dem Kampf beitreten wollt, müsst ihr euch für einen Garnisonspunkt und einen Außenposten entscheiden. Das Spawn ist allerdings immer nur zu festen Zeitpunkten für alle möglich. Das heißt, ihr müsst warten, bis der Timer abgelaufen ist. Und wenn ihr diesen verpasst habt, müsst ihr warten, bis der nächste abgelaufen ist. Wenn ihr euch über irgendwelche Markierungen auf der Karte wundert, könnt ihr euch die Legende im rechten unteren Feld anschauen. Hier wird jeder einzelne erklärt. Das Ziel des Spiels ist recht simpel. Es geht primär darum, Zielpunkte einzunehmen. Diese sind dabei schwarz umrandet. Es gewinnt das Team mit den meisten eingenommenen Punkten nach 1,5 Stunden oder ein Team schafft es, alle Punkte einzunehmen. Ein wichtiger Hinweis: Es ist für die jeweiligen Teams immer nur möglich, den nächsten Punkt einzunehmen. Alle anderen Punkte sind bis dahin gesperrt und eine Positionierung dort ist nur bedingt sinnvoll. Eingenommen wird ein Punkt, in dem sich mehr verbündete Einheiten in dem markierten Bereich befinden als gegnerische. Wenn dies für eine gewisse Zeit gegeben ist, gehört der Punkt und damit der Sektor euch. Und das war es auch schon mit den Grundlagen für Hell Let Loose, kurz zusammengefasst. Damit solltet ihr bereit sein für eure erste Schlacht. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft solche Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Vergesst auch nicht, das Video zu liken. Denn ich plane auch für die Zukunft einige Erklärvideos rund um Hell Let Loose.